Anja und zusammen mit der Easy Cheesy spielen wir heute Fashion... Gute Überleitung. Spielen wir heute Fashion Famous. Und zwar, wir haben ja vorher das Minecraft-Projekt gespielt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das ist auch auf meinem Kanal. Und heute haben wir uns gedacht, warum spielen wir nicht mal Roblox zusammen? Normalerweise bin ich da immer sehr allein. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir hier tatkräftige Unterstützung. Und Topmodel sehe ich da. Ich kann bestimmt noch viel von dir lernen. Was sind deine Geheimnisse? Weil mich ja eine die Tricks. Zieh dir auf jeden Fall was an. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Oh, okay. Unser Thema ist silly scary. Das heißt, wir brauchen einfach was gruselig ist, aber auch irgendwie komisch. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Ich habe vorhin schon so viele Sachen gesehen, die einfach komisch aussahen, wo ich mir gedacht habe, ich würde gern für den Horrorclown mit dem Sombrero gehen. Und ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt mache. Nein, jetzt ernsthaft? Ja, ich meine, ich brauche einfach irgendein gruseliges Gesicht, glaube ich. Und dann... Richtig überfordert. Ich verstehe das nicht ganz. Silly, scary. Also was soll man jetzt machen? Also soll man jetzt aussuchen? Silly, also komisch, lustig, aber auch irgendwie gruselig. Wie soll das denn gehen? Ich bin nicht sicher. Ich habe jetzt erstmal die Pfauenfedern ausgerüstet. Ich glaube, das kommt halt viel übers Gesicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eins, das sieht meiner Meinung nach... Oh Gott! Okay, ja, das sieht verstörend aus. Ich glaube, ich gehe in eine gute Richtung. Okay. Ich habe gedacht, mein Gesicht wird das Gruselige. Und den Rest mache ich dann irgendwas. Hast du schon eine Idee, wofür du gehst? Also in welche Richtung? Ich habe überhaupt keine Idee. Ich renne hier rum wie eine Irre. Als wenn man einem Huhn den Kopf abgeschlagen hat. Das fühle ich mich gerade. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Aber ich versuche irgendwas zu finden. Ich habe keine Ahnung. Clownsmäßig oder... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich für so ein schwarzes Outfit. Ich überlege gerade. Und dann mache ich einfach irgendwelche Accessoires, die komisch aussehen, die nicht dazu passen. Ja, richtig. Die das irgendwie so ein bisschen verrückt machen. Genau, genau. Knopfaugen. Kennst du das, wenn man so Puppen... Oh ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Das wäre voll cool. Oh, ich habe welche gefunden. Oh mein Gott. Sind die im normalen Bereich oder im VIP? Nee, du kannst sie nicht nehmen. Ich habe ein gutes Gesicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gesicht. Okay, dann nehme ich die. Die sind richtig cool. Okay, alles klar. Okay, ich bin... Ja, im normalen Bereich sind richtig viele süße Sachen, die man mitnehmen kann, glaube ich. Ich brauche Haare. Ich habe, dadurch, dass ich diese Pfauenfedern habe, gar nicht gesehen, dass ich noch keine Haare habe. Dann habe ich mich gerade umgedreht und war so, irgendwas fehlt. Ach nee, Haare, warte mal. Was sind denn gruselige Haare? Ich glaube, ich würde schwarze nehmen. Oder? Ja, yeah, ich glaube auch. Das passt, glaube ich, am besten. Schwarz in schwarz in schwarz. Ja, so, ich habe jetzt zwei Paar Haare angezogen. Das ist auch eine Möglichkeit. Warte mal, das ist ich will nur die hier, die mein Gesicht zeigen. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf die... Ich nehme auf jeden Fall die Flammen, die so brennen, weißt du, dass man... Oh, ja. Ah, okay, ja, die färben dich ja alle anders, die Schüler, das wusste ich nicht. So, genau, einfach schwarz. So, das wollte ich. Oh, ich weiß, was ich mache. Ja, okay, perfekt. Alles klar. Was hast du? Bin fertig. Ich stelle mich jetzt in eine Ecke, du wirst mich erst sehen in einer Minute, wenn der Kram hier vorbei ist, okay? Okay, dann berat mich mal, was brauche ich denn? Ich sehe hier so komische Babyrasseln. Ist das was mein Outfit verstärkt? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das wäre ziemlich cool sogar. Ich denke auch. So, zack, Muffin in der Hand. Was nehmen wir noch? es wird einfach nur ein Chaos werden, was ich hier mache. Das ist, glaube ich, was, wenn kein anderer das Thema versteht? Was, wenn die anderen das anders interpretieren als ich und dann sitze ich als Einzige mit meinen Frauenfedern und dem komischen Gesicht da? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Easy, ich sag's dir jetzt schon, ich krieg 0 Punkte und ich verliere. Ich verspreche dir jetzt schon, ich gebe dir 5 Punkte. Egal, machst 5 Punkte, hast du sicher. Du hast nicht mehr viel Zeit dran. Okay, ja, ich habe jetzt erstmal so einen Enterhaken an meiner Hand gemacht. Ich glaube, es könnte was werden. Ich sehe mich da. Das ist was. Zack, Oktopus auf dem Kopf. Okay, ich bin fertig. Ich bin zufrieden. Mein Outfit ist vollendet. Es ist furchtbar. Okay, wir sind in Miami. Oh, okay. Fashion Famous Miami. Let's go. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingslocations. Okay, die sieht sehr hübsch aus. Die hat dieses Hintergrundding. Der Mann ohne Kopf sieht es auch so. Der winkt schon ganz begeistert. Wo denkt sich, los geht's. Würdest du denn gerne mal auf den Laufsteg gehen? In Miami oder irgendwo anders auf der Welt? Ich glaube schon irgendwas USA-mäßiges. Also vielleicht LA oder so. Oh, guck mal, sie sieht gruselig aus. Sie hat die Augen auch noch. Ich glaube, ja, weißt du was, ich gebe ihr 5 Sterne. Komm. Sie hat das Thema gut getroffen. Mit den roten Haaren. Findest du aber silly? Ich habe silly nicht so ganz gesehen. Ich fand sie echt scary. Das stimmt. Die sieht cooler. Ja, ich glaube, sie hat das silly Gesicht, weil sie hat so ein bisschen die Nase. Ich glaube, für mich reicht die Nase. Ich habe übrigens das gleiche Outfit an. Ich gebe ihr 5 Sterne, weil wir haben das gleiche Outfit. Habt ihr auch die gleiche?
gleichen Haare oder hast du andere? Ich habe andere Haare, aber meine sind auch schwarz. Aber wir haben halt dieses, das ist so ein Fertig-Outfit. Oh, wie süß. Oh, sie hat gute, gruselige Augen. Und es ist auch silly, weil sie hat so das Hirschgeweih und, ne? Ja, total. Komm. Richtig schön. Ist auch 5 Sterne. Ich bin heute großzügig. Grüße gehen raus. Alles Käse. Alles Käse. Oh, okay. Oh, die Augen sind gut. Du hast schon wieder die grauen. Okay, das ist wirklich gut. Yeah. Oh mein Gott, das ist sau. Warte, sind das die Totenköpfe? Machst du die auch? Ja, die kannst du dir auch holen als Trail. Boah, cool. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Oh mein Gott. Das ist irgendwie ein bisschen den Griff ins Klo. Ich bin ganz ehrlich. Also wenn ich nicht vorher schon verstört war, dann würde ich es definitiv. Alright. Okay. Und bist du gespannt? Ich habe gewonnen. Ich bin yes. So gut. Zweiter Platz. Was sollst du darstellen? Eine tote Puppe mit Haaren und einem. Was ist das? Ja, ein Schwert? Du hast es richtig. Und was du darstellst, das verstehe ich nicht so ganz. ich bin auch nicht ganz sicher. Aber mega gut. Mega gut. Und Thema Meerjungfrau. Oh, das ist ein gutes Thema. Ich habe vorhin schon diese süßen kleinen Meerjungfrau-Schwänze gesehen hinten. Mega süß, oder? Ja, ich habe mir die Ebbe irgendwann aus Versehen angezogen und wusste damals noch nicht, wie man die auszieht. Und war ganz verwirrt. Aber jetzt passen sie ja gut, ja. Sind die eigentlich unterschiedlich? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das sind die gleichen. Ja, ich glaube, der eine ist dicker als der andere. Oh, ehrlich? Ja, ich glaube schon. Warte mal, oh, ich will meinen gar nicht pink. Ich glaube, ich will meinen so einen türkisblau. Ich glaube, das passt gut für eine Meerjungfrau. Dann ziehe ich jetzt den pinken wieder aus. So, zack. Es muss ja nicht immer alles pink sein. Es kann ja auch mal türkis sein. Es gibt ja auch die Option. Ich glaube, wenn ich das da drunter ziehe... Oh, das sieht so gut aus. Das passt so gut zusammen. Hier guckt es ein bisschen raus, gehe ich zu. Aber ansonsten sehr gut. Oh, die vor mir geht für so ein Ariel, die kleine Meerjungfrau-Ding. Das Ding ist so. Ich krieg irgendwie diese Unterwäsche nicht weg. Hast du die weggekriegt? Ja, also ich habe keine Ahnung. Stimmt, du hast. Hello. Stimmt, du hast diese. Kriegst du gar nicht weg? Vielleicht brauchst du ein richtiges Outfit, damit du die auskriegst. Ich zieh mir jetzt erstmal schöne Haare an. Nein, was ist aus mir geworden? Was hast du gemacht? Ich hatte. Nee, ich hatte eine Beine und eine Schwanzflosse. Das habe ich gemerkt. Oh Gott. Oh, hier hast du den brennenden Kopf her. Ich sehe. Hast du gebunden? Ja. Haben Meerjungfrauen Handtaschen? Das ist jetzt eine essentielle Frage. Bestimmt. Wenn ich eine Meerjungfrau wäre, hätte ich dann eine Handtasche? Und wenn ja, hätte ich das Eis. Ich glaube, das Eis ist süß. Das Eis passt gut zu meinem Farbkonzept. Ist alle sehr türkis. Wie läuft es bei dir so? Ich bin tatsächlich noch am Schauen gerade. Ich habe jetzt Haare gefunden, glaube ich, die eigentlich ganz süß aussehen. Aber ich muss halt wirklich noch irgendwie mein Outfit in ich weiß es nicht. Ich bin bei Haaren nicht so sicher, weil ich hätte gerne so lange, keine Ahnung, Meerjungfrauenhaare, aber ich will nicht die Standardroten nehmen, so Ariel-mäßig. Deswegen... Oh nein. Ich glaube, ich nehme diese lila gelockten. Die gefallen mir gut. Es könnte jetzt wieder aussehen wie das ist letzte Runde. Ich hoffe nicht. Oh nee, bei mir ist gerade alles weggegangen. Oh. Gar nichts mehr. Das ist ein voll. Als Meerjungfrau braucht man ja keine Schuhe tragen, oder? Oh ja, stimmt. Du hast deinen Fischschwanz. Du brauchst keine Schuhe. Ja, ja. Oh, die sind süß. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal dringend ein Gesicht, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Die Zeit geht immer schneller rum, als man denkt. Ist mir aufgefallen. Man denkt, okay, ich bin kommt sicher, ich habe noch 90 Sekunden. Film raus, wo wir jetzt gerade so beim Thema Meerjungfrau sind? Irgendwie ehrlich? Schon, oder? Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wirklich? Das ist ja. Oh, das ist ein gutes Gesicht. Das ist ein gutes Gesicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ist es einfach, soll es eine Fortsetzung sein von dem normalen oder ist es ein Remake von dem... Ich glaube, es ist ein Remake. Okay. Ich glaube, es ist ein Remake von dem ersten. Mhm. Ja, das macht mehr Sinn. Es gibt so viele Outfits, aber ich brauche nichts. Ich würde sagen, ich suche jetzt nur noch Accessoires und dann bin ich fertig. Ich hätte gerne so ein Armband oder irgendwas in die Richtung. Gibt's sowas? Oh nein, ich habe noch gar nichts, Ranja. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe noch nicht mal ein Gesicht. Oh. Oh Gott, ich muss jetzt richtig Tempo machen. Ich glaube an dich, du kannst es schaffen. Was sind eigentlich deine Lieblings-Roblox-Spiele? Ich glaube, Fashion Famous ist relativ weit oben, weil du halt so viele Möglichkeiten hast. Und das, keine Ahnung, Online-Shoppen im Roblox-Leben ist eigentlich echt cool. Ansonsten, was wir oft gespielt haben, waren diese Simulatoren, wo du halt dich irgendwie hochgrinden musst. Die mochte ich nicht so gerne, deswegen... Das hat immer so lange gedauert, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nicht so viel ausprobiert, glaube ich.
Ich krieg's einfach nicht hin. Ich hab meine Unterwäsche an. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin das mit der Krabbe übrigens. Du bist es mit der Krabbe? Okay, ja, dann wirst du gewinnen. Merk dir meine Worte. Nein, ich werde nicht gewinnen. Ich habe meine Unterwäsche an. Da. London. Ich meine, jeder weiß, Meerjungfrauen kommen aus London. Was? Nee, ich war noch nie da. Aber ich... Ich glaube, ich war schon 300 Mal da, aber das Schloss würde ich gerne mal sehen. Aber wenn es in Roblox ist, dann muss es ja stimmen. Warum würden sie lügen, ja? Okay, sie hat leider keine Meerjungfrauenflosse. Das finde ich sehr schade. Aber sie hat diesen Fisch... Oh ja. Und sie hat gute Haare. Ich geb ihr 4 Sterne. Mit der Flosse wären es 5 gewesen. Sie hat einen Zauberstab, Ronja. Ich will auch einen Zauberstab haben. Der ist so süß. Guck mal, Ariel. Ja, oh ja, ich glaube, die habe ich vorhin gesehen. Ich glaube, der gebe ich 5. Sehr das Thema, ich meine, Ariel ist Ariel, ne? Da kannst du nichts falsch machen. Richtig. Ja, also mit dem Schloss, ich bin nicht sicher. Also, bezweifelt, dass es da steht. Easy-Fan ist wieder da! Easy-Fan! Was zeigt uns Easy-Fan diesmal? Ein blaues, wunderbares Outfit mit Haaren, die länger sind, als ihre Flosse reicht. Man mit der Flosse eigentlich über Haare stolpern? Ich bin nicht sicher. Ich finde es auch faszinierend, wie die alle an Land laufen. Oh, guck mal, sie ist ins Wasser gegangen. Warte, ist das mit Absicht? Easy, 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 mit, oh, nein. Oh, mit dem Kleinen. Oh, warte. Schlechtestes Outfit. Also, für die Unterwäsche kannst du nichts und die Krabbe ist wirklich süß, deswegen gebe ich dir die 5 Sterne, weißt du? Danke. Okay. Okay, Presley 123 Kid. Die war letzte Runde auch schon dabei. Und die ist... Hier gehen leider viele für das Blaue. Langsam habe ich das Gefühl, ich steche mit dem Blau nicht mehr raus. Ich gebe ihr eine 4. Da hätte vielleicht noch so eine Kette oder ein Armband irgendwie noch ein bisschen was hinzugefügt, denke ich mal. Ja, irgendwas fehlte da, ne? Oh, aber jetzt bin ich dran. Du bist dran! Ja, ich habe das gleiche Problem mit dem Armband und der Kette. Es sieht so leer aus. Weiß ich nicht. Du hast ja eine Tasche und du hast richtig schön im Gesicht so diese... Ich habe so einen Stern gefunden. Das ist voll das hübsche Gesicht für Meerjungfrau, finde ich, weil du diesen kleinen Seestern auf der Wange hast. Oh, sie sieht so süß aus, auch mit dem Fisch. Okay, sie sind hundertprozentig 5. Oh mein Gott, die ist ja so niedlich. Guck mal, sie hat den Zauberstab, sie hat die Blubberblasen, sie hat den Fisch. Sie sieht wirklich aus, als wäre sie unter Wasser. Ja, sie ist richtig gut. Unglaublich. Boah, was für ein Auftritt. Die muss gewinnen. Die muss gewinnen. Oh nein, ich meine, du musst gewinnen. Oh, du hast gewonnen! Ich hab gewonnen! Wie das denn? Die Blubberfrau ist auf dem 3. Platz. Oh mein Gott, die war viel besser. Ich sehe schon, warum du Topmodel bist, Easy. Ich verstehe schon. Du hast dir deinen Rang verdient. Ich bin 4. Ich bin fast auf dem Treppchen. Nice. So, das war's dann mit dieser Folge Fashion Famous. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr sowas nochmal sehen möchtet, dann schreibt einen Kommentar und lasst mich das wissen. Dann spielen wir bestimmt nochmal zu zweit Fashion Famous. Oder... Ich weiß nicht, ich will dich irgendwann mal schlagen. Ich will mal Erster werden, okay? Okay, mach's gut. Bis dann. Ciao.